Hallo und herzlich willkommen heute am letzten Tag von unserer Allianz-Gebetswoche. Schön, dass ihr dabei seid. Unser Thema heute heißt Miteinander Gott loben. Gott loben. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du daran denkst? Ich musste an eine Jugendstudie aus dem Jahr 2018 denken. Mit großem Abstand war da Lobpreis, Gott loben auf Platz 1 von den Dingen, die jungen Menschen in ihrem Glauben guttun. Eine interessante Entdeckung, finde ich. Ich selbst, ich liebe es, Gott mit meiner Musik zu loben, meine Stimme für ihn zu erheben, Lobpreis zu machen. Da gehe ich voll drin auf. Aber mir stellt sich auch die Frage, ist Lobpreis nicht noch viel mehr als Musik? Ist Lobpreis nicht nur einer bestimmten musikalischen Gruppe in der Gemeinde vorbehalten, sondern geht es vielleicht noch viel, viel tiefer? Es geht heute um Kolosser 3, die Verse 16 und 17 und ich möchte sie euch gern vorlesen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Mein erster Punkt. Gottes Wort unter uns wohnen lassen. Das steht in Vers 16 und ist quasi wie eine Grundlage für unseren Lobpreis, das Gotteslob. Ich kann nur jemanden loben, wenn ich ihn kenne. Macht Sinn, oder? Gott stellt sich uns in seinem Wort in der Bibel vor. Ich möchte dich voll ermutigen, in diesem Wort zu lesen, Gott kennenzulernen und immer tiefer zu verstehen, was Lobpreis ist. Im Neuen Testament steht für Lobpreis, für Anbetung das Wort Proskynein. Ich mag die Bedeutung voll arg von diesem Wort. Es geht nämlich eigentlich um eine Körperhaltung. Proskynein heißt, sich vor jemanden auf den Boden niederwerfen. So hat man normalerweise in der damaligen Zeit den König begrüßt. Und was ist es für ein mächtiges Bild für Anbetung, für Gottes Lob? Wir erkennen, dass Gott viel größer ist als wir. Wir beugen uns vor seiner Majestät. Guido Baltes, ein Musiker, der hat dazu Folgendes gesagt. Anbetung ist eine Lebenshaltung der völligen Hingabe und Ehrerbietung. Eine Haltung, die wir schnell aus dem Blick verlieren. Wir wollen Gott lieber gleich auf den Schoß springen, als uns zuerst vor ihm niederzuwerfen. Aber Anbetung ist mehr als eine Erfahrung des Augenblicks. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. Mein Leben soll Gott gehören. Ich erkenne also an, wer Gott ist und wer ich bin. Und wie erkenne ich das beides? Indem ich in Gottes Wort fest bin, so wie es in diesem Vers heißt. Lasst Gottes Wort unter euch wohnen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das ganz praktisch aussehen kann, Gott zu loben, dann ist wahrscheinlich auch der nächste Punkt interessant für dich. Miteinander Gott preisen. In Vers 16 heißt es, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Bleib in deinem Lob am Wort Gottes dran. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Orientier dich an seinem Wort. Und vielleicht ist Singen jetzt nicht absolut deine große Leidenschaft, dann tu es in gesprochene Worte. Du kannst dich an biblische Anbeter orientieren, wie zum Beispiel der König David in den Psalmen. Er hat ganz viele Psalmen verfasst. Oder du liest die Bibel einfach aufmerksam und lobst Gott für das, was du gerade über ihn erfahren hast. Wisst ihr, wir müssen wieder mehr anfangen, Gott für das zu loben und zu ehren, wer er ist und nicht nur für das, was er tut in unserem Leben. Unsere Umstände, die ändern sich immer wieder, aber Gott ändert sich nie. Und wer ist Gott? In der Bibel, da findest du unzählige Namen und unzählige Eigenschaften über diesen Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er ist Schöpfer, er ist Friedefürst, er ist Anwalt der Armen, er ist der Gott der Gerechtigkeit, er ist König, er ist Hirte und noch so viel mehr. Lobe Gott für das, wer er ist und nicht nur für das, was er tut. Und das kannst du, indem du in seinem Wort liest. Und der dritte Punkt, alles, was wir tun, Worte und Taten, das tun wir in Jesu Name. Alle Dinge, die wir tun, das heißt, dass wir in Jesu Fußstapfen gehen. Jesus hat den Vater verherrlicht. Er hat ihn geehrt. Willst du das auch? Mach das Lob Gottes zu deinem Lebensstil.
Der Vers sagt, dass es nicht nur Worte sind oder schöne Lieder, sondern auch Werk ist, so wie wir unser Leben leben. Gott zu preisen besteht nicht nur aus unseren gesprochenen Worten oder in einer schönen Lobpreiszeit, sondern auch in dem, wie du lebst. Du bist erwählt und im 1. Petrusbrief, da steht, dass du Teil von einer königlichen Priesterschaft bist. Gott verdient unser Lob. Er hat uns dazu erschaffen, damit wir seinen heiligen Namen loben. Und ich möchte dich einfach herausfordern heute, dass wir wieder neu anfangen, diesen Gott zu loben für das, wer er ist. Gott loben heißt, ihn zu lieben, mit deinem ganzen Leben und nicht nur in der Lobpreiszeit. Und ich wünsche mir, dass dieses Lob Gottes nicht nur am heutigen, an dem letzten Tag von der Allianz Gebetswoche erklingt, sondern darüber hinaus, dass es unsere Identität kennzeichnet, dieses Lob Gottes. Lasst uns gemeinsam vor ihm niederwerfen, so wie es im Neuen Testament heißt. Lasst uns beugen vor ihm, dem alleinigen König für immer und ewig. Amen.